Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Kinderspielzeug. Ich habe heute mal wieder was zum Verkleiden für euch und zwar das Dr. Verkleidungsset von Sess Creative. Mit diesem Set könnt ihr euch als Arzt verkleiden oder vielmehr als Chirurg und richtig tolle Sachen erleben, wie zum Beispiel das Mädchen hier auf der Verpackung. Die hört gerade ihren Teddybär ab, ob das Herz auch schön gleichmäßig schlägt. Geeignet ist dieses Set für Kinder ab 3 Jahren bis circa 8. Wahrscheinlich darüber hinaus passt das Kostüm dann nicht mehr. Wir werden einfach mal gemeinsam reinschauen und gucken, was alles drin enthalten ist. Das Kostüm ist auf jeden Fall schon mal türkis. Chirurgen oder Ärzte tragen ja sowas ganz oft im Krankenhaus, diese Farbe. Das hier ist der Kittel. Der ist sogar langärmlich und sieht erstmal sehr, sehr groß aus. Hier kommt der Kopf rein. Der Kittel lässt sich öffnen mit Klettverschluss. Hinten auf dem Rücken genauso wieder schließen. Der hat übrigens keine Taschen, die sind hier nur so aufgemalt und auch hier am Kragen sieht es so aus, als wenn man da so ein T-Shirt drunter tragen würde. Hier kann man dann, wenn man möchte, noch den Namen draufschreiben, wie der Arzt heißt. Dr. Nina vielleicht. Und hier haben wir dann noch eine Haube. So eine Haube tragen ganz oft Chirurgen im OP, also wenn sie jemanden operieren. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen, vielleicht im Fernsehen oder vielleicht auch schon mal selbst im Krankenhaus gewesen. Das hoffe ich nicht. Und hier haben wir dann ein Mundschutz, der funktioniert mit einem Gummizug. Den kann man sich dann einfach so hinter die Ohren klemmen auf beiden Seiten. Ein richtig cooles Set. Falls ihr also mal eure Puppen oder eure Stofftiere oder vielleicht auch eure Geschwister und Freunde verarzten möchtet, dann ist dieses Doktor-Verkleidungsset von Sess Creative wahrscheinlich genau das Richtige, um das Ganze möglichst realistisch zu imitieren. Ich passe vermutlich in dieses Kostüm nicht mehr rein, aber wenn es angezogen ist, sieht es so aus und es sieht wirklich sehr, sehr echt aus. Ein richtig cooles Verkleidungsset, wie ich finde. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und vielleicht auch, ob ihr schon mal im Krankenhaus gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, abonniert natürlich gerne noch den Kanal. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!